Achtung! Oh-oh! In der folgenden Geschichte sind einige Störungen versteckt. Könnt ihr sie alle finden? Für diese Geschichte braucht man erst die richtige Stimmung. Könnt ihr etwas nach hinten weichen? Ein bisschen tiefer? Ups, falsch rum. So ist gut. Das ist wirklich gruselig genug. Hör auf! Okay, Milos gruseliges Geheimnis ist, er sieht tote Menschen. Was? Ups, sorry, hab's Handy fallen lassen. Ich hab euch ja gewarnt, es wird gruselig. Hab ich das richtig verstanden? Milo sieht tote Menschen? Zunächst müsst ihr wissen, dass Danville die gruseligste Stadt im ganzen Land ist. Milo ist so etwas wie ein paranormaler Ermittler, der durch die Stadt läuft. Und die ist voller Geister. Geister, die nicht weiterziehen können, aus mysteriösen Gründen. Und sie sprechen mit ihm. Hallo, Milo. Guten Tag. Hey, Milo. Guten Tag. Hey, Milo. Sieh mal, ich kann jetzt fliegen. Das macht Spaß. Ich liebe Fliegen. Sind denn alle Geister freundlich? Nein, nein, nein. Nur etwa die Hälfte der Geister ist freundlich. Die andere Hälfte ist böse. Was soll das alles mit Milo oder Murphys Gesetz zu tun haben? Das ist es ja. Murphys Gesetz gibt es gar nicht. Bum, bum, bum. In Wirklichkeit sind es nämlich die Geister, die den ganzen Schaden und das Chaos anrichten. Warum machen die meinen Kaffee Latte immer so heiß? Jemand hat meine Schraube geklaut. Ist der 5/8 Zoll? Ist das meine 5/8? Wer hat die Schraube geklaut? Ist doch nur eine 5/8! Auf der Suche nach Hinweisen, weshalb die Geister hier gefangen sind, wandert Milo durch die Stadt. Mit Hilfe von mystischen Objekten, die er gesammelt hat und in seinem Rucksack aufbewahrt, versucht er, die Geister zu erlösen. Ich habe ihre Schraube gefunden. Hier ist ein kaltes Sportgetränk. Ist besser als Kaffee Latte. Es fühlt sich total gut im Hals an. Und die wirklich Bösen vertreibt er. Zurück! Die Macht dieses Dr. Zone Comics bezwingt dich! Das habe ich niemals für möglich gehalten, dass... Murphys Gesetz ist absolut real. Ich war schon so oft dabei. Wie erklärst du dir das mit dem Schlitten, auf dem wir gefangen waren? Geister-Bob-Schlitten-Team. Das rasende Feuerwehrauto? Geister-Feuerwehrmänner. Und der Schinkosaurus? Geisterdrache. Geisterdrache? Naja, da sind viele Kräfte am Werk. Ich meine, seht euch seinen Rucksack an. Den hat er bekommen von... vergesst es. Was glaubst du denn bitte, von wem er den hat? Das sage ich lieber nicht. Na los, Chad, spuck es schon aus. Bigfoot. Okay, wir sind fertig hier. Danke sehr und zurück auf deinen grünen Stuhl im Schatten. Danke sehr. Danke sehr. Ach, ich wusste, ihr seid nicht reif für diese Geschichte. Aber wenn Bigfoot angreift, kommt nicht zu mir angekrochen. Im Video waren genau 4 Störungen versteckt. Habt ihr sie alle gesehen? Der Schlimmer geht's immer Tag mit Milo Murphy am 27. Juni im Disney Channel.